Vorgeschichte ist. Denn Ausgangspunkt waren, das haben Sie auch gesagt, die Manipulationen bei den Abgaswerten. Das, was wir jetzt sehen, ist das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und diese Manipulationen bei den Abgaswerten haben zu Strafzahlungen in astronomischer Höhe geführt. Sie haben zu Rückstellungsbedarf in der Bilanz bei Volkswagen geführt. Wir wissen noch gar nicht, ob der schon am richtigen Ende angekommen ist. Und wir sehen natürlich auch als Folge davon, dass möglicherweise dies Auswirkungen auf die Ausschüttungen an die Gesellschafter und auch auf die Berechnung der Vorstandsvergütung hat. Und deshalb ist das in der Tat ein irre heißes Thema. Und jetzt kommen wir zu den Fragen, die gerade einige der Kollegen und auch Ihr Antrag vorgebracht haben, ob die richtige Antwort das Steuerrecht ist. Sie wollen den Betriebsausgabenabzug für Vorstandsvergütungen ab einer bestimmten Höhe einschränken. Und die Kollegin Wagenknecht hat das gesagt, was ich stimme Ihnen sonst so ungern zu, aber hier tue ich das sehr gerne. Die Wirtschaft bestätigt genau das, was die Kollegin Wagenknecht gesagt hat. Steuerliche Beschränkungen dieser Art führen nicht zu einer Verkürzung, zu einer Reduktion der Vorstandsvergütung. Der einzige Effekt ist, es wird weitergezahlt, die Steuern für die Unternehmen steigen, und das bedeutet, das, was den Aktionären und den Arbeitnehmern zur Verfügung steht, sinkt. Das ist der Effekt des Antrags, den Sie hier bringen. Und um es kurz zu sagen, zu den anderen Lösungsansätzen komme ich noch. Dieser Antrag führt zu mehr für den Staat, weniger für Unternehmen, Kleinaktionäre und Arbeitnehmer und ein allenfalls unklarer Effekt auf die Höhe der Managerbezüge. Und wenn man das, was ich getan habe, steuerlich weiterdenkt, und ich bin sicher, das Finanzministerium tut das auch, dann stellt sich nämlich die weitere Frage, ob der Teil, der dann nicht mehr als Betriebsausgaben berücksichtigt werden kann, möglicherweise als Gewinnausschüttung ausgeschüttet werden kann, mit noch im Übrigen besseren Effekten für die Vorstandsmitglieder, nämlich mit geringerer Besteuerung für die Vorstandsmitglieder. Und wenn Sie das nicht zu Ende denken, dann muss ich sagen, das ist nicht die Lösung, die wir uns hier vorstellen können, weil sie nämlich nicht einmal gesellschaftsrechtlich, was die Vergütungshöhe, noch steuerlich zu dem führt, was sie eigentlich wollen. Und dann, da knüpfe ich an das, was der Kollege Meister gesagt hat, das alles muss in der Tat vor dem Grundgesetz Bestand haben, und das bedeutet Artikel 3 Grundgesetz. Wir müssen uns dann fragen, Gleichbehandlung, gibt es auch andere Fälle, die ähnlich sind? Und ich verweise nur auf die Aufsichtsratsvergütungen, die im Augenblick nicht abgezogen bzw. nicht voll abgezogen werden können. Wenn Sie jetzt hingehen und hier eine andere Obergrenze einführen wollen, dann müssten wir über die Frage nachdenken, ob nicht vielleicht aus steuersystematischen Gründen die Aufsichtsratsvergütung bis genauso dieser Grenze abzugsfähig sind. Auch hier geht der Schuss nach hinten los. Auch hier nicht zu Ende gedacht. Und ich glaube, es war Kollege Kindler, der gesagt hat, dann kommen Sie mit eigenen Vorschlägen. Ja, es gibt Vorschläge, natürlich diskutieren wir das. Und ein Punkt, der mich wirklich umtreibt, auch wenn man zusammenrechnet, was ist Unternehmensbesteuerung auf der einen Seite und individuelle Besteuerung bei den Vorstandsmitgliedern auf der anderen Seite, dann ist es der Punkt, der mich umtreibt, dass einige dieser Vorstandsmitglieder ihr persönliches Einkommen ausschließlich im Ausland versteuern. Und da muss man natürlich mal über die Frage nachdenken dürfen, ob nicht die Tätigkeit eigene Tätigkeit ist, die dem Unternehmen zuzuordnen ist und auch die persönliche Einkommensteuer dann im Inland zu versteuern ist. Also es ist nicht so, als ob wir da nicht Vorschläge hätten. Aber das, was Sie jetzt im Augenblick gebracht haben, die steuerlichen Vorschläge, führen nicht uns zum Ergebnis, und deshalb müssen wir entscheidend uns das Gesellschaftsrecht ansehen. Und da ist schon mehrfach gesagt worden, der Aufsichtsrat ist für die Bestellung der Vorstandsmitglieder zuständig. Und deshalb müssen wir uns fragen, warum ein Aufsichtsrat solche zu Recht als zu hoch empfundenen Zahlungen erst einmal bewilligt und anschließend, wenn es zu Schäden kommt, denn das ist ja die andere Seite der Medaille, es unterlässt, die Vorstandsmitglieder haftbar zu machen. Und dann fragt man sich auch hier, warum das gerade bei Volkswagen ein solcher Skandal ist. Denn da sind ja, Sie haben darauf eben nur halb hinweisen wollen und nur halb zuhören wollen, da sind natürlich SPD und Grüne in der Pflicht. Sie könnten in der Hauptversammlung die entsprechenden Mehrheiten organisieren und die Haftung realisieren. Und dann kommen wir zu der Frage, die uns dann eigentlich allgemein umtreiben sollte. Warum haben wir bei anderen Gesellschaften, und so wie es bei Volkswagen ist, ist es bei anderen Gesellschaften keineswegs immer, warum haben wir solche überhöhten Vergütungen? Das hängt an der Struktur börsennotierter Aktiengesellschaften mit einer anonymen Eigentümerstruktur. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, wo hier sozusagen das Problem gelöst werden kann. Und wir haben es schon gehört,
Wir haben dieses Problem angegangen. Und der Kollege Schneider, ich bin ihm dankbar, dass er das ausdrücklich gesagt hat. Wir haben gesagt, wir müssen die Verantwortung für die Festlegung der Höhe der Vergütung in die Hände derer legen, die die Zeche bezahlen. Und das sind die Aktionäre, das sind die Gesellschafter. Und genau das haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart. Wir warten seit 3 Jahren darauf, dass das SPD-Justizministerium uns hier einen Vorschlag macht. Wir warten auch nicht bis zum Nimmerleinstag. Denn wir haben, und auch das möchte ich sagen, am Ende der letzten Legislaturperiode eine solche Regelung schon einmal verabschiedet, in diesem Hause hier. Und sie ist vom Bundesrat nicht mit den Unionsstimmen gekippt worden. Wir hätten die Regelung zur Begrenzung der Managervergütung längst, wenn nicht Sie sie blockiert hätten. Und ich möchte noch zitieren aus der Koalitionsvereinbarung. Da heißt es: Um Transparenz bei der Feststellung von Managergehältern herzustellen, wird über die Vorstandsvergütung künftig die Hauptversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrats entscheiden. Nicht nur anhören, denn das hilft nicht. Entscheiden, ententscheiden und ententscheiden durch die Eigentümer. Und dann kommt natürlich das Argument, reicht das? Weil ja möglicherweise in den Hauptversammlungen die gleichen Mehrheiten sind, die auch den Aufsichtsrat gewählt haben. Ich kann Ihnen sagen, natürlich denken wir auch darüber nach. Ich kann Ihnen auch die Idee sagen, die ich schon ein paar Mal in den Raum gestellt habe. Wir brauchen ein Minderheitsrecht, eine Zahl X%, die sagt, wenn uns die Vorstandsvergütung als zu hoch erscheint, dann gehen wir an ein drittes Gremium. Und naheliegenderweise, der Kollege Meister hat es ja eben auch schon angesprochen, wie bei den Kreditinstituten an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, und fragen, ist das die angemessene Höhe? Und Angemessenheit orientiert sich an dem, was die ordentliche mittelständische Wirtschaft an Vergütung zahlt, nämlich die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Und dann führen wir das auf Maß und Mitte zurück. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Wenn nicht, bin ich Ihnen dann in der nächsten Legislaturperiode. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Johannes Fechner für die SPD-Fraktion.